8 Uhr morgens in Sofia. Seit mehr als 80 Tagen demonstrieren sie gegen die alte, korrupte Politikergarde im Land. Sie fordern die Auflösung des Parlaments und Neuwahlen. Es sind viele junge, gut verdienende Demonstranten dabei, wie diese Computerfachleute. Sie sehen den Staat unterlaufen von Oligarchen. Solange die Oligarchen ihre Interessen im Land durchsetzen, wird nichts passieren. Wir demonstrieren hier, sonst haben wir keine Chance, solange wir eine Regierung haben, die nur für die Interessen der Oligarchen arbeitet. Wir kämpfen hier für das ganze Land, damit sich was grundsätzlich ändert. Wenn die Mafia ihren eigenen Staat hat, dann ist es natürlich auch möglich für die Leute wie Sie und wie ich, einen normalen Business oder ein normales Geschäft zu führen. Die Proteste beschränken sich auf das Zentrum von Sofia. Hier in diesem Industriegebiet ist von der Unruhe nicht zu spüren. Unternehmer Živko Jeljaskov plagen ganz andere Sorgen. Die Baubranche liegt seit Monaten am Boden und er bekommt immer weniger Aufträge. Er meint, die Proteste verschlechtern nur das Geschäftsklima. Ich habe die Proteste im Auge. Ich finde aber, die sollten die Regierung in Ruhe lassen, damit die ihre Arbeit machen kann. Das wäre besser. Sein Unternehmen schweißt große und kleine Stahlträger für die Bauindustrie. Viele Mitarbeiter arbeiten hier tageweise, solange Arbeit vorhanden ist. Sie bekommen umgerechnet ungefähr 20 Euro am Tag. Besonders im Winter reicht der Lohn nur für den Strom und für das Essen, erzählen sie. Viele unterstützen daher die Proteste vor dem Parlament. Man spürt die Korruption überall und es gibt kaum eine Perspektive. Die Arbeit ist schlecht bezahlt und die Arbeitsbedingungen miserabel. Seit ungefähr 4 Jahren geht alles rückwärts. Angefangen hatten die Proteste, weil im Frühjahr die Strompreise erhöht werden sollten. Das brachte das Fass zum Überlaufen. Schon längst geht es nicht mehr um die Strompreise. Vor dem Parlament mag im Moment nur eine kleine Elite demonstrieren. Sie kann aber sicher sein, dass sie die Stimmung breiter Bevölkerungsschichten widerspiegelt. Viele Bulgaren sind überzeugt, dass reiche Oligarchen und willfährige Politiker das Land seit Jahren lähmen.